Es tut mir leid, wenn es etwas zu Verzögerung kommt, der Versandzeiten der liposomalen Vitamine, weil wir mit dem letzten Video, mit dem Ansturm wirklich überhaupt gar nicht gerechnet haben. Keine Sorge, die Produkte kommen auf jeden Fall noch, ja. Jetzt starten wir mal mit dem Video. Also, heute geht es um das Thema Salz und wahrscheinlich werde ich dein Leben jetzt komplett verändern. Es tut mir wirklich unfassbar leid, aber das muss einfach gesagt werden, ja. Diese Studien müssen mir wirklich bekannt gegeben werden. Es ist wirklich ein Faszinosum, dass so viele Menschen davon nicht erfahren dürfen. Obwohl es fast Milliarden Menschen davon betrifft, ja, weil jeder konsumiert halt Salz, ja. Salz ist so ziemlich in jedem Produkt enthalten, ja. Und vor allem, es wird auch sehr viel nachgesalzen und so weiter. Und warum ist Salz ein Gift, ja? Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Also, zunächst also müssen wir uns betrachten, Arteriosklerose, ja, wird, ja, verursacht durch zu viel LDL-Cholesterin, sagt man immer so, ja. Das kann man so im Vakuum nicht sagen. Also, es ist so. Deine Zellwand, das Endothel, ja, das ist diese Zellwand, die zum Blutlumen hingerichtet ist, sozusagen. Die Arterienwand, die zum Blut hingerichtet ist, ja, diese kleine Zellwandschicht. Das ist das Endothel, ja, so. Das Endothel sondert bestimmte Stoffe ab, zum Beispiel Stickstoffmonoxid, ja. Und das Stickstoffmonoxid ist dazu da von dem Endothel, damit es nicht zu Thrombosen und so weiter kommt, ja. Das, quasi keine Anhaftungen an dieser Endothelschicht passieren können und dadurch natürlich keine arteriosklerotischen Verklebungen und so weiter passieren können. Was passiert, wenn zu viel LDL-Konzentration im Blut gemessen wird? Dann senkt das die Bioverfügbarkeit von diesem Stickstoffmonoxid ab und deine Zellwände sind anfälliger für Arteriosklerose. Das Kind ist jetzt noch nicht im Brunnen gefallen, wenn die Zellwände 1A funktionieren und du nichts Blödes sozusagen zuführst, was die Zellwände beschädigen kann, dein Blutdruck immer nach unten, also im Rahmen ist sozusagen, dann sollte eigentlich nichts passieren. Nur jetzt kommt was ganz, ganz Tückisches. Wenn die Zellwände einmal beschädigt worden sind, zum Beispiel aus, also ihr habt natürlich einen Kollagenstrang, ja, in der Intima, das heißt im Subendothel, kann ich hier mal einblenden. Und wenn zum Beispiel zu wenig Vitamin C zur Verfügung steht, ja, dann ist ganz, ganz klar, dass die Elastizität nicht so da ist. Und wenn dann natürlich noch ein hoher Blutdruck dazu kommt, dann wird diese brüchig. Oder zum Beispiel durch zu viel Kalkkonsum, ja. Das heißt, ihr solltet darauf achten, gereinigtes Wasser zu euch führen, zum Beispiel destilliertes Wasser, nehme ich zum Beispiel zu mir mit meinem Destillierer, so verkalken die Zellwände dementsprechend nicht. Ja? Und jetzt kommt ein dritter Faktor, Trennmittel in Salz. Jetzt seid einfach mal ehrlich zu euch. Habt ihr euch schon mal genauestens die Zutatenliste bei Salzen angeguckt? Okay, vielleicht die meisten. Schauen wir uns hier mal zum Beispiel bei Handelsblütchen Salz die Zutatenliste an. Hier sehen wir CaCO3, das heißt Kalk, Calciumcarbonat, ja, nichts Besonderes. Ja. Und dann sehen wir zum Beispiel hier SiO2, das heißt Siliziumdioxid, normaler Quarzsand, auch nichts Besonderes. Davon gehen alle Menschen aus. Jetzt machen wir mal weiter. Wenn wir uns die Zutatenliste einmal anschauen von den zulässigen Inhaltsstoffen, die einmal hier aufgelistet worden sind für euch, was sehen wir da? Also wieder ganz oben, ja, Kalk, dann Natriumhexacyanoferrat, dann Alumosilikate, das heißt zum Beispiel Aluminiumhydroxid, ja, was auch in Impfungen verwendet wird und so weiter, okay. Und dann sehen wir zum Beispiel hier auch Siliziumdioxid, ja, ist auch zulässig, ist quasi Quarzsand, okay, jetzt können wir sagen, ja, alles nicht so prickelnd, aber hey, hey, hey. Das Allerwichtigste ist völlig untergegangen, und zwar, dass Siliziumdioxid die Zulässigkeit für Nanopartikel dort steht. Und jetzt fängt's an. In einer Studie von 2013 untersuchte Dan und sein Team, ja, die Silizium-Nanopartikel Beschaffenheit auf die Endothelschicht, ja, in Blutgefäßen, ja, mit erschreckenden Ergebnissen, ja, es wurde sozusagen aufgeklärt, die Toxizität, ja, von Silizium-Nanopartikel auf die Endothelzellen, ja, und da wurde, also hier sehen wir die Abkürzung, also HUVAC, ja, das ist Abkürzung sozusagen für Human, den Namen kann ich jetzt nicht auswendig, ist gar nicht so wichtig, aber es geht dabei um Nabelschnur-Endothelzellen. Warum hat man die gewählt? Weil dadurch natürlich sehr viel Blut zirkuliert ständig, ja. Und da kann man natürlich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, wenn man jetzt einen kleinen Zeh nimmt, da ist nicht so ganz so viel los, ja. Ich meine, man muss kein Biochemiker sein, um zu verstehen, was nach 24 Stunden Nanopartikel Silizium, Diffusion sozusagen, durch diese Endothelschicht der Nabelschnur passiert, ja, mit den Endothelschichten. Sehen wir hier einmal abgebildet, ja, da muss man wirklich gar nichts sehen, also kein Biochemiker sein. Apoptose, Nekrose, wirklich absolut zu vermerken, ja. Zytotoxische Wirkung ist natürlich, auch weiter in Studien sehen wir hier, sinkt um 22%, ja, die Zellteilung, ja, durch die zytotoxische Wirkung. Und natürlich auch die LDH-Konzentration, das heißt die Laktatdehydrogenase, ja, das ist ein Enzym, was vermehrt
beobachtet wird, wenn es um Milchgärung geht. Das heißt, der Stoffwechsel, nicht nur die Zellteilung wird vermindert um 22%, sondern auch die Stoffwechselaktivität wird vermindert, weil, ihr müsst euch mal vor Augen führen, wenn wir das auf die Energiegewinnung zurückzuführen versuchen, dann ist es so, dass bei der Milchgärung 2 ATP entstehen und bei normaler Glukoseverstoffwechselung durch die Atmungskette und so weiter so ungefähr 32 entstehen. Das heißt, wir haben 16 mal weniger Energiegewinnung durch diese Zellen, nur noch die mit Silizium-Nanopartikel in Berührung kommen. Und das ist unfassbar krass, finde ich. Das Ganze können wir auch noch weiterführen. Also Zellteilung ist gesunken und vor allen Dingen Stoffwechselaktivität ist natürlich gesunken durch Milchsäureerhöhung, so gesehen. Ja? Auch die Zelltodrate, ja, steigt letztendlich an. Apoptose, ja, vierfach höher. Und Nekrose fünffach höher. Also Nekrose ist wirklich verfaulen, so in dem Sinne, ja. Das heißt, das passt natürlich auch sehr, sehr gut mit der ansteigenden Milchsäurekonzentration. Daher kommt das auch ungefähr, okay? Da wird ein Schuh draus, ja. Und Apoptose ist letztendlich hier, deine Hand ist Apoptose, so gesehen, weil alle diese Zellschichten zwischen deinen Fingern, ja, die waren alle mal eins. Das war alles mal eins. So, und dieses Gewebe zwischen deinen Fingern ist abgestorben, ja. Das hat dein Körper programmierter Zelltod gemacht, dass es abstirbt, damit du Fingerkonturen entwickeln kannst, ja. Und das Gewebe, was abgestorben ist, kann wieder für Neuaufbau verwendet werden, ja. Bei Nekrose ist das nicht und wir sprechen hier ganz klar von Nekrose. Das ist das Schlimmste, was unserem Körper passieren kann, ja. Raucherbeine und so weiter, das ist keine Apoptose mehr, das ist Nekrose. Das ist nicht mehr zu retten. Wir können auch weitermachen, also die Radikalkonzentration steigt an um 100% und vor allen Dingen die SOD-Konzentration, das heißt die Superoxid-Dismutase, das ist ein Antioxidans, was in unserem Körper herrscht, was sehr wichtig ist für unsere Zellen zum Beschützen, sinkt ebenfalls um 100%. 2014 untersuchte Jung King und sein Team ebenfalls, ja, verschiedene Siliziumdioxide, ja, das heißt auf ihre, also geladene und ungeladene und positiv geladene, negativ geladene Siliziumdioxide und alle mit dem gleichen Ergebnis ungefähr. Ja, hier sehen wir, blende ich einmal kurz ein, also wieder Zellteilung, Verminderung nach Aussetzen Kontakt mit Silizium-Nanopartikeln. Und wir können auch weitermachen in einer 2017er Studie, also wirklich brandaktuell, hat Mogodas und sein Team untersucht, ja, also die Wirkung auf verschiedene Körperzellen, ja, von Silizium-Nanopartikeln, ja, hier abgekürzt SINP, Silizium-Nanopartikel, ja. Und hier sehen wir zum Beispiel ganz oben die Endothelzellen, ja, habe ich einmal kurz für euch markiert. Und da sehen wir ja dann auch ganz klar, also zytotoxische Wirkung, ja, Entzündungs-, Zelltod-, DNA-Schädigung und da sind Häkchen oder Kreuze dementsprechend. Und ihr seht, bei allen Zellen, ja, handelt es sich um Zytotoxizität bei dem Kontakt von Silizium-Nanopartikeln, ja, hier verschiedenen Zellen. Ich mache auch nochmal weiter, hier sehen wir unten auch nochmal eine weitere Seite dazu, ja, über 20 Zelltypen, ja. Und man sieht zu jedem Zelltyp ebenfalls noch Studien ebenfalls noch verlinkt. Das heißt, ich könnte das Video jetzt nochmal um 20, 25 Studien erweitern, um euch zeigen, dass es für jeden Zelltyp zytotoxisch ist und nicht nur das, sondern auch weiter DNA-schädigend ist, entzündungsfördernd und so weiter, je nachdem zu Zelltyp verschieden, aber immer zytotoxisch ist. Und das ist unfassbar. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, dass das uns verwehrt wird, dass es einfach so nebenbei Siliziumdioxid draufgeschrieben wird, nichts von der Nanopartikelität sozusagen des Stoffs erwähnt wird und nichts über die Korrelation zwischen diesen krassen apoptose-nekrotischen Faktoren, ja, die auf uns wirken dadurch, ja, und dadurch natürlich Arteriosklerose, will ich sagen, also wirklich sowas von begünstigen, das ist wirklich nicht mehr lustig. Also einige Cracks werden jetzt wahrscheinlich auf die Idee kommen, okay, pass auf, die Nahrungsergänzungsmittel, die du entwickelst, sind natürlich auch Nanopartikel, ja, dem ist ja sich, also zwischen 200 und 800 Nanometer bewegen sich so die Liposomen, unsere sind relativ ein bisschen kleiner als 800 auf jeden Fall. Und ist es so, dass dazu natürlich auch Studien gibt, sonst hätte ich das natürlich nicht so entwickelt, ja. Man sieht hier zum Beispiel in Studien, dass die aufzeigen, dass es eine remarkably, ja, sichere Methode ist. Das heißt, sie ist wirklich bemerkenswert sicher, sind die Liposomen. Ja? Aber nicht nur das, sondern hier auch ganz klar, dass es hier immer um nicht toxische Phospholipide handelt. Ja? Seht ihr auch in einer anderen Studie. Ja? In einer weiteren Studie sehen wir zum Beispiel, dass es sogar zu Verminderung von Toxizität führt. Ja? Dass die Pharmaindustrie letztendlich dann noch zwischenzeitlich eingesetzt hat, zum Beispiel beim antiviralen Medikament, dass es dazu viel weniger Gewebeschäden kommt und was noch viel krasser ist, bei der Chemotherapie natürlich wurde es auch eingesetzt und dass es da wirklich zum Zielgewebe nur hinkommt und den anderen Gewebe nichts weiter tut und warum das sich nicht etabliert hat, das sei jetzt mal
dahingestellt, auch wenn das in Studien so bewiesen worden ist. Also fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Wenn du einen höheren LDL-Cholesterinspiegel hast, beinhalten pflanzliche Produkte überhaupt gar kein Cholesterin. Das heißt, unser Körper kann es vollständig selbst synthetisieren, du musst es nicht zuführen, wenn du dich trotzdem für eine Ernährung entschließt, die sehr viel Cholesterin enthält, beziehungsweise auch cholesterinbildend fördernd ist, dann kann es sein, dass die Stickstoffmonoxidkonzentration von den Endothelzellen absinkt, dadurch deine Gefäßwände anfälliger werden und dann, wenn du noch sehr viel kalkhaltiges Wasser zum Beispiel konsumierst, werden sie brüchig. Wenn du einen hohen Blutdruck hast, werden sie brüchig und zu wenig Vitamin C zum Beispiel konsumierst, werden sie brüchig. Oder halt eben auch Trennmittel konsumierst. Ja? Wenn das passiert, kann letztendlich dann dementsprechend LDL-Cholesterin in das Subendothel eindringen. Dort akkumuliert es sich, dort verengt es seine Zellwände. Makrophagen essen dann dementsprechend das Cholesterin wieder auf. Was passiert? Sie erhöhen sozusagen die Calcium-Affinität. Ja, das heißt, mehr Calcium muss zu den Makrophagen transportiert werden. Was dadurch passiert ist, dass das endoplasmatische Retikulum, das zur Verfügung stellt, dadurch vermehrt Calcium sozusagen durch die Zellwände diffundiert, sich mehr Calcium akkumuliert in den Zellwänden des endoplasmatischen Retikulum. Dadurch passiert die Stagnation von bestimmten Enzymen, die letztendlich dafür zuständig sind, für die Wiederherstellung von falsch gefalteten Proteinen, und dadurch entstehen in Spätfolgen so gesehen Autoimmunkrankheiten. Das ist alles, was ich noch nebenbei mal so weiter recherchiert habe, was ich jetzt gar nicht in dem Video eigentlich so erwähnen wollte, weil ich will die Videos natürlich nicht immer zu vollpacken, ja? Also, was man sagen kann ist, wenn du Lebensmittel konsumierst, wo einfach nur Salz deklariert ist, ja, dann musst du dir dreimal überlegen, weil eventuell ist es mit Nanopartikeln versehen und führt zu diesen Folgen, die ich gerade aufgezeigt habe. Das war's mit diesem Video. Also, wichtig ist, Salz natürlich, Meersalz, Steinsalz, Himalaya-Salz enthalten keine Trennstoffe, ja, sind damit absolut frei von diesen studienbasierten Merkmalen. Diese treffen nicht darauf zu, ganz, ganz klar. Ja. Ich würde mich ultra freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Video teilt, was wirklich unfassbar wichtig ist, weil viele Menschen wissen es einfach nicht. Ja. Und das muss wirklich gesagt werden hier an der Stelle. Ja. Beim Abonnieren würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf die Glocke drückt, damit ihr auch wirklich immer informiert werdet, wann ein neues Video erscheint. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst das Like und den Kommentar nicht. Wir sehen uns. Ciao.